Justin Schütz verkündet die Starting Six der DEB-Auswahl im zweiten Spiel beim Deutschlandcup gegen die Slowakei. Und Deutschland muss gewinnen, um Chancen auf die Titelverteidigung zu haben nach der Niederlage zum Auftakt gegen Dänemark. Die Deutschen in Schwarz mit einem ersten Torschuss von Luis Schinko. Warum zeigen wir das? Weil es danach kurios wird. Ein relativ großes Loch im Eis, das die Schiedsrichter feststellen. Und das muss natürlich behoben werden aufgrund von Verletzungsgefahr. Das Problem ist, das Ganze dauert sehr lange. Es gibt viel Gesprächsbedarf. Und nach exakt einer Stunde Spielverzögerung kommen beide Teams dann zurück aufs Eis und es kann endlich wieder Eishockey gespielt werden. Die Deutschen kommen da zunächst mal besser aus der Kabine. Tom Kühnhackl mit der Chance nach diesem riskanten Pass der Slowaken in der eigenen Zone. Aber je länger das Spiel dauert, desto schwerer tut sich die Mannschaft von Harry Kreis. Eigentlich eine harmlose Szene führt zur Führung für die Slowakei. 3:11 vor Ende des ersten Drittels. Samuel Takac, Strahlmeier da hinter dem Tor nicht konsequent genug. Zuvor Verwirrung in der neutralen Zone bei den Deutschen. Das nutzen die Slowaken eiskalt aus und gehen mit dieser knappen Führung in die erste Drittelpause. In den zweiten 20 Minuten dann die Slowakei deutlich aggressiver als die deutsche Mannschaft. 25. Minute, Marek Korenschik, 0:2. Das spielen sie klasse aus, haben da Übersicht. Lukas Jingel mit dem guten Pass und dann Korenschik, Strahlmeier zum zweiten Mal in dieser Partie geschlagen. Deutsche Mannschaft bemüht, auch offensiv mal zur Geltung zu kommen. 28. Minute, Fehler in der Hintermannschaft der Slowakei und Luis Schinko mit dem Anschlusstreffer. Drittes Länderspieltor vom gebürtigen Landshuter. Nach dem Schuss von Schmölz ist Schinko vor dem Tor zur Stelle. Und die DEB-Auswahl ist nach 40 Minuten weiterhin dran. Aber es zeichnet sich schon ab, dass das ein schwieriges Unterfangen wird, weil die Slowakei sehr aggressiv spielt und erneut trifft. 44. Minute, Martin Faschko-Rudas mit dem 1:3. Der Schuss von Takac kommt schnell von der Bande zurück und Faschko-Rudas hat das leere Tor vor sich. Und jetzt entwickelt sich die Partie zu einem Spiel, bei den einen geht alles, bei den anderen gar nichts. 1:4, 54. Minute, Milos Roman. Und das ist klasse herausgespielt. Die Deutschen mit fehlender Zuordnung in der Defensive, keine Chance für Strahlmeier. Und dann wird's ziemlich bitter. 2 Minuten später Powerplay Slowakei, Michael Ivan, 1:5. Das Ganze entwickelt sich zu einem kleinen Debakel für die deutsche Mannschaft. Es setzt die 14. Niederlage im 25. Deutschland-Cup-Spiel gegen die Slowakei. Immerhin die Mannschaft von Harry Kreis, sie kämpft bis zur letzten Sekunde. 57. Minute, Powerplay und immerhin noch der Anschlusstreffer durch Daniel Schmölz. 2:5, dritter Turniertreffer für den Ingolstädter. Der Passversuch landet im Tor von Matej Tomek. Und Deutschland setzt nochmal alles auf eine Karte, aber an diesem Abend klappt einfach zu wenig. Das 2:6, nachdem der Rückpass von Pfaffengut, von Takac entscheidend abgefälscht wird. 2. Niederlage für die DB-Auswahl. Ja, es war schwer ins Spiel zu kommen. Die Probleme mit dem Eis, aber im Endeffekt, die haben es schwer gemacht, hinten Trap gespielt. Wir haben phasenweise am Anfang vielleicht ein bisschen zu kompliziert gespielt und haben wir am Ende die Chance nicht genutzt hinten raus. Nach über 3,5 Stunden geht ein ernüchterner Eishockeyabend für Team Deutschland zu Ende. Der Turniersieg ist nicht mehr möglich.
der geht vorzeitig an die Slowakei.